Endurofahrer-Weltmeisterschaft 1990. Endlich. Aufgestiegen zu voller Regentschaft in Amt und Ehren. Zu aller Pracht und Herrlichkeit eines Weltmeisterschaftsstatus. Wirklich? Von der FIM aus der Verstaubtheit der Europameisterschaft hervorgehoben und mit dem Orden des World Championship umhängt, hat sich in Wirklichkeit nicht viel geändert. Genauer gesagt, ist nur für die Aktiven, die diesen Sport eigentlich am Leben erhalten, alles noch teurer geworden. Geblieben ist das relative Desinteresse der Industrie, geblieben ist das Verstecken der Veranstaltung vor Möchtegern-Politikern, geblieben ist das Kuschen vor umnebelten Gehirnen, die Motorsport als Karzinom unserer Gesellschaft hinstellen, und geblieben ist die fehlende Interessensvertretung, die diesen blassen Figuren kräftig in den Arsch treten müsste. Geblieben ist auch das relative Desinteresse der Sportmedien. Dafür wird bei der FIM ein besonderes Ei ausgebrütet. Man überlegt ernsthaft, ob man nicht für die gesamte Enduro-WM das Verwertungsrecht an eine TV-Gesellschaft verkaufen kann. Die Realität sieht leider so aus, dass kaum jemand Interesse daran hat und dass man zum jetzigen Zeitpunkt eher etwas dafür bezahlen muss, dass es überhaupt genommen wird. Das rührt im Gesamten daher, dass 95% der Normalverbraucher nicht wissen, was Enduro eigentlich ist, selbst in den klassischen Ländern nicht. Vielleicht gehört hier zuerst ein Stufenplan hinsichtlich Aufklärungs- und Publikationsarbeit erstellt. Nun, wir wollen in diesem Sinne unser Bestmögliches geben und die Fahne der kompaktesten, kreativsten, intelligentesten und schönsten Art des Motorradfahrens hochhalten. In diesem Sinne packen wir's und kommen zum sportlichen Teil. Portugal war die Eröffnung. Erster und zweiter Lauf in Viena do Castelo. Das Gelände wurde als mittelschwer beschrieben. Am zweiten Tag kam Regen, ließ diverse Sonderprüfungszeiten purzeln, aber im Großen und Ganzen entsprach der Verlauf den Erwartungen. Lediglich in der 250er-Klasse fiel am zweiten Tag der Favorit und Europameister Dick Wixel wegen eines Getriebeschadens an seiner KTM aus. Zweiter Bewerb in die in Frankreich. Man klagte über sehr schwierige Streckenverhältnisse, die dann am zweiten Tag infolge einsetzenden Regens fast unfahrbar wurden. In der 125er-Klasse setzte sich Paul Edmundsen um 23 Punkte ab. Bei den 250ern führt der starke Junior Kari Tianen auf Suzuki. Dick Wixel fiel wieder aus, diesmal mit einem Zündungsschaden. Bei den 500ern führt der lockere Schwede Peter Hansson, bei den kleinen Viertaktern Håkan Lundberg, bei den großen der Tscheche Katrinak. Der nächste Lauf in Kielce in Polen ging als unrühmliches Beispiel in die Geschichte ein. War die Strecke durch die Schlammpassagen dementsprechend anspruchsvoll, lag der eigentliche Schwierigkeitsgrad woanders. Kurz, die Polen klauten, was das Zeug hielt. Aus dem Park Ferme wurden zwei Motorräder gestohlen, worauf anderntags die 250er-Klasse annulliert wurde. In weiterer Folge halfen die Polen den Fahrern durch die Schlammpassagen. Und bei diesem Akt menschlicher Nächstenliebe schnitten sie die Werkzeugtaschen während der Fahrt auf und entwendeten deren Inhalt. Letztlich gab es kaum jemanden, dem nicht irgendetwas fehlte. Wir steigen ein beim bereits vierten Bewerb dieser WM, dem Lauf in der DDR. Unter dem Slogan rund um die MZ-Stadt Zschopau. Gleich vorweg, den Ostdeutschen sei Dank. Erstklassige Streckenführung, fehlerfreie Organisation, fachliche Kompetenz und eine Publikumsbegeisterung, die einem das besagte Enduro-Herz aufjubeln lässt. Einzig der Wettergott spielte nicht mit und bringt zeitweiligen Regen. Die Organisatoren, geschult durch langjährige Erfahrung, nehmen die dadurch unfahrbaren Passagen aber rechtzeitig heraus. Was bleibt, ist dennoch Action genug, wie zum Beispiel diese Schlammdurchfahrt. Von den Zuschauern her Stimmung wie am Fußballplatz. Das ist der deutsche Thomas Borsch. Für einen ostdeutschen Enduro-Fan gibt es anscheinend nichts Schöneres, als vom Schlamm eines durchwühlenden Hinterrades von oben bis unten bepflastert zu werden. Dick Wixel, regierender Europameister, ist der Pechvogel dieser neu geschaffenen WM. Von bisher 6 Läufen 3-mal ausgeschieden. Und hier ein Russe auf Abwägen. Es wäre wünschenswert, wenn die zukünftigen WM-Läufe wieder mehr auf solch schwierigen Etappen als auf den Sonderprüfungen entschieden würden, damit die Bewerbe wieder das sind, wofür sie eigentlich prädestiniert sind, nämlich eine Geländemeisterschaft. Schlechtestes Gegenbeispiel der letzten Zeit, Val d'Uren, ein standortverlegtes Motocross mit Zubringerwegen. Der starke 500er führende Schwede Peter Hansson mit Gefolgsmann Giorgio Grasso, der auch zurzeit an zweiter Stelle in dieser Klasse liegt.
Junior- und Trophy-Weltmeister Uwe Weber ist einer jener Fahrer, die mit der Wende auf westliches Material umgestiegen sind. Er befürchtet daraufhin, dass ihm das die heimischen Fans übel nehmen könnten. Doch keine Spur davon. Tony ten Dam, der holländische 250er-Fahrer, findet das tiefste Loch dieser Sequenz. Am Ende dieser Schlammpassage gibt es eine kleine Bachdurchfahrt. Im Bild der deutsche Champion Bert von Zitzewitz, der dieses Stück überlegt meistert. Keine Unsicherheit dagegen bei seinem Landsmann Walter Penzech auf der kleinen Viertakt-Susquarna. Eine besondere artistische Einlage liefert uns der von hinten kommende Fahrer Nummer 305, der Finne Outi Kampainen. In Mount Junior Vize-Weltmeister voriges Jahr in Val d'Huon nur Clubfahrer, versucht er es nun nach verletzungsbedingten Rückschlägen in der Fahrer-WM. Nicht, dass wir ihm das Missgeschick gönnen, aber der Sturz ist einmalig und wer den berühmten Schaden hat, noch einmal zum Mitschreiben. Hier nimmt das Unheil seinen Anfang. Das Vorderrad verkantet. Er rutscht auf den Tank, die Beine sind plötzlich zu kurz und hilflos fällt er. Ein letzter freundlicher Blick in die Kamera und ab geht's mit voller Kraft in die Brühe, bis er am Boden ansteht. Ein kräftiger Schluck in Ehren, Nase und Ohren mitgespült und dann der Weg zurück ins Irdische. Einziger Vorteil der ganzen Aktion, die Zuschauer hatten ihre Show und Outi einen strahlend sauberen Helm. Nach dem Kloakenbad ist ein Fass voll Deo vonnöten. Spaß beiseite, wäre er alleine, könnte er bei einem solch harmlosen Sturz jämmerlich ertrinken. Enduros Moral von der Geschichte: Allein in den Wald fährt man nicht. So, und jetzt zwecks Analyse noch einmal zurück und weil es so eindrucksvoll war, noch einmal in fließender Zeitung. Die Lichtmaske ist nicht wasserdicht, aber dafür gibt's Ehrenbeifall der Zuschauer. Auch der Holländer Dirk Chatoury sucht das Bad im Kühlen, nur nicht ganz so spektakulär. Nebenbei muss man erwähnen, dass es hier stinkt wie in einer städtischen Kläranlage. Von hinten kommt mit Brachialgewalt und dem Beifall der Fans der deutsche Günther Efinger auf der großen Viertakt-Husky. Wir wechseln zu einer Waldauffahrt des ersten Tages, die manchem Problem schafft. 129, der Schwede Peter Appelqvist. Die Schweden sind bei dieser WM überhaupt die Großmacht. Hier in Choppau sind sie mit 43 Fahrern vertreten, das ist die größte Truppe. Für viele Training für Festeros. Nun, wir dürfen uns hinsichtlich der Six Days auf einiges gefasst machen, zumal auch die Favoriten aus diesem Team kommen. Nun, Appelqvist braucht noch ein wenig Übung. Giorgio Grasso, der Star aus dem Farioli-Team, meistert's locker, bis seine resche Erle die Bergfahrt stoppt. Nummer 75, der Deutsche Jörg Teuchert, schafft's problemlos. Sein Vordermann Luca Trussardi dagegen rennt wieder talwärts. Nummer 132, der Holländer Jan Wouters, hat auch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Holländer starten hier mit einer 16-Mann-Truppe.
Die Startpflicht wurde von deren Verband für all jene auferlegt, die bei den kommenden Six Days in Westeros starten wollen. Quasi als weltmeisterschaftliches Training. In Valdürn belegten sie mit der Trophy den 8., mit den Junioren den 9. Platz. .308, der starke ostdeutsche Andreas Zivka. Auch er ist auf westliches Material umgestiegen und fährt eine große Husky. Seinen Fahrstil betreffend gibt's keine Mängel. Wechsel zu einer Sonderprüfung. Im Bild der deutsche 350er Karl-Heinz Holz. KH befindet sich in dieser Saison in Topform. Dementsprechend aufsteigende Tendenz bei den Platzierungen. Und bei allem, was recht ist, cool Sommer. Jaroslav Katrinak, Leader der großen Viertaktklasse. Bei den Großen braut sich ein harter Kampf um die Spitze zusammen. Nur knapp sind hier die Punkteunterschiede. Hier der Schwede Jimmy Eriksson auf Husaberg. Er liegt zurzeit in der Gesamtwertung mit 15 Punkten minus an dritter Stelle. Zwischen den beiden Bert von Zitzewitz, der x-fache deutsche Champion. Ihn trennen 8 Punkte von Katrinak und 7 Punkte plus auf Jimmy Eriksson. Optimismus ist angebracht, zumal sein Team mit Mechaniker Hendrik und dem fliegenden Betreuer und Paris-Dakar-Fuchs Bernd Körber die besten organisatorischen Voraussetzungen bietet. Übrigens, Bert von Zitzewitz führt in Karlshof in Norddeutschland eine Offroad-Schule. Ein empfehlenswerter Tipp für all jene, die kurzfristig ihre Fahrkünste verbessern wollen. Das erspart unter Umständen Schürfwunden und Ärgeres und die günstigen Kurskosten, die kriegt man durch eingesparte Sturzreparaturen locker wieder herein. Publikumsliebling und Sieger dieses Tages ist aber Andreas Zivka vor Bert von Zitzewitz und Katrinak. Nächster Tag, am Technikerhang. Eine finstere Waldauffahrt unmittelbar über dem MZ-Werk. Im Bild der Österreicher Charlie Bayer. Er ist in dieser Saison nicht gerade vom Glück gesegnet und auch heute eilt ihn das Schicksal in Form eines technischen Defekts. Er scheidet aus. 217, der Schwede Joachim Johansson. 211, Andreas Hengst, BRD. 200 in Schwierigkeiten. Michael Sauer beklagt mangelnde Traktion. Viele müssen feststellen, dass dieser Hang nicht umsonst Technikerhang genannt wird. Ja, und auch der Tscheche Martin Karas bekommt die Anforderung zu spüren. Jaroslav Katrinak dagegen ganz im Stil eines Klassefahrers. Ebenfalls sein Erzrivale Bert von Zitzewitz, der sich interessanterweise immer eine eigene Spur sucht. Wechsel zu einer anderen Waldauffahrt, wo es bedeutend hektischer zugeht und wo fast alle zu kämpfen haben. Nummer 7, Bert Bräutigam, meistert jedoch noch klaglos. Matzi Robel dagegen liegt da nieder und von hinten kommt mit ungestümer Power der kleine C125er führende Paul Edmundson. Blitzschnell erkennt er die Situation und rennt mit seiner ihm typischen Energie über die kritische Stelle. Torbjörn Larsen dagegen schafft's nicht. An ihm vorbei Larsnon. Der adrette Herr mit Schirm ist Joachim Sauer und er dirigiert Stefano Passeri direkt ins Verderben, während es der Junior Matthias Ebert auf der anderen Spur klaglos schafft. Im Namen der Ersatzteilindustrie, Joachim Sauer, sei Dank. Hermann Siegmund Deutschland kommt auch auf der anderen Spur nicht weit. Auch der 250er führende Kari Tiainen bleibt stecken
und behindert den alten Haudegen, den Italiener David Trolli. Meisterhaft und ungestüm dagegen Nummer 88, der Schweizer Peter Hager. Die Quixel mit der Ruhe und Routine eines regierenden Europameisters. Er gewinnt auch den heutigen Tag. František Robskys Bemühen wird gleich im Ansatz zerstört. Der Deutsche Kai Armin Pfefferle versucht's mit Power und scheitert. Auch Giorgio Grasso, der italienische Enduro-Star schlechthin und zurzeit Drittplatzierte der 500er-Klasse, hat nichts zu lachen. Aber er gewinnt den heutigen Tag. André Fischer aus der DDR hilft auch die Anfeuerung seiner Fans nicht. Obwohl die Tschechen absolute Dirt-Track-Spezialisten sind, hat Karas heute nicht seinen glücklichsten Tag. Auch dem Holländer Schramm blüht selbiges. Aktueller Stand in der WM: 80 Kubikzentimeter erster Thomas Bierbach, 125 Paul Edmundson, 250 Kari Tiainen, 500er Peter Hansson, 350 Viertakt Hakan Lundberg und 500er Jaroslav Katrinak. Szenenwechsel zum fünften Lauf in Italien. Er findet in Lumesane, ca. 20 Kilometer nördlich von Brescia, statt. War das Gelände in der DDR erfrischend anspruchsvoll, so kann man hier für italienische Verhältnisse von ungewöhnlich leichter Streckenführung sprechen. Wer nun glaubt, dass somit alles zum leichten Unterfangen wird, der irrt. Die Sonne haut einen Glutmugel nieder, dass beinahe der Asphalt aufkocht. Dementsprechend fordert die Hitze ihren hohen Tribut. Ansonsten allen Dank den Italienern. Sie haben in Lumesane dem Bewerb einen Rahmen gegeben, der dem WM-Status allen Respekt und Ehre zollt. Vielleicht sollten sich die Ungarn und Tschechen dieses Beispiel als Schulung vor Augen führen. Das Fahrerlager ist organisiert, man sorgt für Strom, Trinkwasser und Duschen und am Abend ein Programm für jedermann. Wirklich erstklassige Organisation, ein Dank den Funktionären. Im Bild Franco Moralia und damit sind wir infolge mangelnder Etappenattraktivität schon bei der Sonderprüfung. Jeff Nilsson, Edmundsons größter Rivale bei den 125ern. Er liegt im Gesamtklassement an zweiter Stelle, aber 38 Punkte zurück. Paul Edmundson. Gegen ihn ist in der 8-Liter-Klasse zurzeit kein Kraut gewachsen, aber er hat auch lange genug dafür geblutet. Angelo Signorelli bleibt heuer ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Kent Carlsson, der Zweitplatzierte in seiner Klasse, rennt zurzeit erfolglos gegen Tiainen an. Kari Tiainen haut sich in einzigartiger Manier über die Stufen. Er ist der Senkrechtstarter dieser Saison. Sein Steckbrief: 24 Jahre, 3 Jahre Profikrosser in Finnland, Gesamtsieger der finnischen Enduro-Europameisterschaft 89 und Junior-Weltmeister 89. WM-Favorit 94. Dario Croci, er belegt heute den zweiten Platz hinter Tiainen. Auch David Trolli bleibt hinter seinem erwarteten Leistungsvermögen. Der Holländer Erik Verhoef. Uwe Weber hat das Pech gepachtet. Nichts will ihm in dieser Saison klaglos gelingen. Giorgio Grasso, auf ihm ruht die Hoffnung des Farioli-Teams und er gewinnt auch an diesem Tag bei den 500ern. Grasso ist ein ruhiger, in sich gekehrter Typ. Charlie Bayer hat endlich Glück und holt sich die ersten Punkte. Karl-Heinz Holz kommt auf und holt sich heute einen 8. Platz bei den kleinen Viertaktern. Jimmy Eriksson, der amtierende Europameister, wird heute von Bert von Zitzewitz auf den 4. Platz verwiesen. Dann hinter Claudio Quercioli Bert von Zitzewitz. Es scheint Bestimmung zu sein, dass der WM-Favorit immer auf langsamere Fahrer in den Sonderprüfungen aufläuft. Man kann es drehen, wie man will, Zeit kostet es in jedem Fall und bei den oft entscheidenden Hundertsteln kann man sich die Folgen ausmalen.
Fabio Farioli, der Spross des italienischen KTM-Importeurs Arnaldo Farioli, wächst an diesem Tag über sich hinaus und verweist sogar Zitzewitz auf den dritten Platz. Der österreichische Viertaktmeister Johann Kaiser. Wir wechseln auf die Freiland-Etappen. Wie gesagt, hier geht's recht friedlich zu. Einziges wirkliches Problem ist die brütende Hitze, der Grund, warum auch viele aufgeben. Hier geht's auf die Berge in 2500 Metern Seehöhe. Ergebnisse des ersten Tages: Bei den 80ern gewinnt Franco Moralia vor Thomas Bieberbach, 125er Marco Rossi vor Alberto Sala, 250er Kari Tiainen vor Dario Crocci, 500er Giorgio Grasso vor Peter Hansson und Sven-Erik Jönsson. 350 Viertakt Ottokar Kotraba vor Renato Peggiori. 500 Viertakt Laurent Pidot vor Fabio Farioli und Bert von Zitzewitz. Katrinak riss das Gasseil und er bleibt an diesem Tag punktelos. Somit ist der Führende vorläufig weg. Doch die Spitze bei den großen Viertaktern schiebt sich mit Pidot dennoch zusammen. Angesichts dieser Ergebnisse kommt allerdings der Verdacht, ob die Italiener auf der Sonderprüfung nicht emsig trainiert haben, zumal manche von ihnen bei den bisherigen Läufen gar nicht in Erscheinung traten. Nächster Tag, an der zweiten Sonderprüfung. Ein recht anspruchsvoller Kurs an einer ehemaligen Brückenbaustelle. Die Hitze hat noch etwas zugelegt und im Bild sehen wir Franco Moralia, der den gestrigen Tag bei den 80ern für sich entscheiden konnte. Paul Edmundson erreichte gestern nur den vierten Platz. Die Hitze mache ihm viel zu viel zu schaffen. Bei den kühlen Engländern kein Wunder. Kari Tiainen, der bleichgesichtige Finne. Ihm müsste die Hitze eigentlich noch mehr zu schaffen machen. An diesem Tag wird er hinter Jan Rehor, dem Drittplatzierten von gestern, Zweiter. Bert von Zitzewitz muss sich an diesem Tag von Eriksson geschlagen geben und wird Zweiter bei den großen Viertaktern. Er übernimmt aber die WM-Führung mit 5 Punkten Vorsprung auf Jimmy Eriksson. Hinter Bert von Zitzewitz landet der Enduro Methusalem Alessandro Gritti auf dem dritten Platz. Hut ab! Gritti war vor 12 Jahren bei den Six Days in Zeltweg punktebester Einzelfahrer. Er müsste jetzt an die 47 Jahre alt sein. Die Etappen selbst bieten auch an diesem Tag nichts Außergewöhnliches. Darum wieder zu den Ergebnissen. WM-Führung bei den 80ern, Thomas Bieberbach vor Franco Moralia, 125, Paul Edmundson unangefochten vor Marco Rossi, 250, Kari Tiainen, 39 Punkte vor Kent Carson, 500, Peter Hansson vor Giorgio Grasso, 350, Viertakt Håkan Lundberg vor Kotraba, 500, Viertakt Bert von Zitzewitz mit 5 Punkten vor Jimmy Eriksson. In dieser Klasse ist es nach wie vor knapp wie nirgends sonst. Das ostdeutsche MZ-Werk soll nach letzten Meldungen die Pforten schließen. Eine Frage der Zeit soll es bei Simson sein. Schade. Die Handmade-Maschinen haben jedem Enduro-Bewerb das Feuer gegeben. Einen solch ruhmlosen Abgang haben beide nicht verdient. Ein Tribut der Wende. Heinz Kinnegartner sagt der Enduro-WM AD. Er findet dieses im Kreisfahren öde und er brauche mindestens noch ein Lehrjahr, um an der Spitze mitmischen zu können. Er fahre viel lieber Motorradrallyes mit 300 bis 400 Kilometer Sonderprüfung. Alles klar. Nur, wenn die Enduro-WM ein ödes im Kreisfahren ist, dann ist Motocross ein Ringelpiez mit Anfassen. Wieder dabei bei dieser WM sind die Sowjets mit dem Fahrer Alexandre Nikitine auf einer IZ. Er fällt zwar nicht außergewöhnlich auf, kommt aber doch ziemlich gut über die Runden. Leider passieren ihm dauernd läppische Pannen.
Beim Start in Frankreich bricht ihm zum Beispiel der Kickstarter ab. Hoch im Kurs stehen alte Michelin-Reifen. Nach dem neuen Reglement werden diese nicht mehr produziert. Die neuen sind bei den Fahrern allerdings nicht sonderlich beliebt. Ein wenig vermisst man bei dieser WM die großen französischen Namen. Mit am Start sind lediglich Laurent Chabonnel und der ungestüme französische Lackey Laurent Pidot, welcher aber umso deutlicher auffällt. Der regierende Europameister Dick Wixel war nach den ersten WM-Läufen so verbittert, dass er am liebsten alles hingeworfen hätte und nach Hause gefahren wäre. Beim zweiten Lauf in Portugal gab das Getriebe seiner KTM auf. Beim zweiten Lauf in Frankreich fast die Zündung. In Polen blieb er im ersten punktelos. Die WM war damit für ihn in kaum erreichbare Ferne gerückt. Er hat praktisch ein Jahr verloren. In der DDR fahren Bert von Zitzewitz, Bruder Dirk und Paul Edmundson bei einem Ausflug ins Gelände in eine Radarfalle. Der Fopo knöpft jeden für die 60 km/h anstatt der erlaubten 30, 20 Westmark ab. Suzuki engagierte sich stark in dem WM-Lauf in Chopper und sponserte erheblich in diese Veranstaltung. Suzuki-Verkaufsleiter Bert Bönsken sieht in der DDR einen interessanten Markt. Auch im WM-Geschehen prescht Suzuki stark nach vorn. Allen voran WM-Favorit Tiainen. Uns kann die gelbe Gefahr nur recht sein. Wie erfrischend wirkt da ein neuer Farbtupfer in dem schon manchmal sumpfig wirkenden Eintopf. Bert von Zitzewitz hat mit Bridgestone einen neuen Reifenpartner gefunden. Man will gemeinsam einen Enduro-Reifen entwickeln. Durch die enormen Entwicklungskosten und der dauernd wechselnden Homologierungen natürlich kein leichtes Unternehmen. Sechster Bewerb in Ungarn am Hungaroring. Wieder einmal muss festgestellt werden, dass die Ungarn nicht unbedingt die prädestinierten Enduro-Macher sind. Den Lauf von Pécs an den Hungaroring verlegt, um zu zeigen, wofür diese Rennstrecke alles taugt, geht in mancherlei Hinsicht in die Hose. Wenig anspruchsvolle Strecke, schlechte Hinweisbeschilderung, die eigentliche Runde zu weit entfernt. Ausschluss der Öffentlichkeit und eine Infrastruktur am Ring, die zwar vorhanden, aber von den Betreibern am frühen Abend, wenn es am nötigsten ist, einfach abgedreht wird. Kurz, die Ungarn haben noch viel zu lernen. Eine Sonderprüfung. Ziemlich langweilig gesteckt und auch bei den Fahrern durch den unendlich langen, eckigen Charakter unbeliebt. Im Bild Laurent Pidot. Der 80er WM-Leader Thomas Bieberbach. Sein Erzrivale Franco Moralia. Auch ihm liegt der Kurs ganz und gar nicht. Besser zurechtkommt Stefano Passeri. Er wird Zweiter an diesem Tag in seiner Klasse bis 125 Kubikzentimeter. Hier ist es nicht so heiß wie in Italien und so rückt Paul Edmundson alles wieder so, wie es gehört. Er gewinnt vor Passeri. Armin Sponsel muss der Hut hochgehen. Eine klassische Situation, wie man auf einen langsameren Fahrer aufläuft und der einen nicht überholen lässt. Wenn man bedenkt, wie viel bei manchen davon abhängen kann, gehören solche Blockierer disqualifiziert. Nummer 38 ist der heute an 37. Stelle landende Paul Hess. Alberto Sala fuhr in Lumezzane auf den zweiten Platz, heute wieder Achter. Der deutsche Junior Matthias Ebert, der Spross des ehrgeizigen Fritz Ebert. Paul Listl, der Fitnesssportler. Er fährt eigentlich nur, weil es ihm Spaß macht. Übertriebener Ehrgeiz kränkt die Seele. Auch Kari Tiainen kann sich mit dem Kurs nicht anfreunden. Er landet heute auf Platz 6 in seiner Klasse. In der WM selbst führt er unangefochten mit 38 Punkten vor Kent Carlson und Dick Wixel, der trotz seiner Ausfälle am Beginn enorm aufholt. Auch Peter Hansson liegt der Kurs nicht. Er fällt auf die Nase. An diesem Tag wird er Dritter. In der WM liegt er mit 35 Punkten vor Giorgio Grasso in Führung. Nur 5 Punkte hinter Grasso lauert Sven-Erik Jönsson. Hier könnte es sich also noch einiges tun.
Das ist Giorgio Grasso. In dieser 500er Klasse können alle drei, Hansson, Grasso oder Jönsson, Weltmeister werden. Bei ihnen hängt es wirklich nur vom notwendigen Quäntchen Glück ab. Fahrerisch sind sie alle gleich einzustufen. Dasselbe gilt für die große Viertaktklasse. Hier gibt es vier Fahrer, die gleichwertig einzustufen sind. Einer davon ist der Mann hier, Jimmy Erickson. Ihm gelingt der Sieg dieses Tages. Jaroslav Katrinak. Er wurde durch zwei jämmerliche Defekte in Italien an die dritte Stelle zurückgeworfen. Außerdem ist er sauer auf die Schweden. Als ihm an der Husaberg das Gasseil riss und er punktelos blieb, erklärte man ihm hinterher, dass es eigentlich ein stärkeres gegeben hätte. Ein weiterer absoluter Topfahrer dieser Klasse ist Laurent Pidot. Etwas glücklos, aber mit seinem ungestümen Fahrstil unbedingt zur Spitze zu zählen. Heute wird er Dritter. Und der Vierte in dieser Runde, Bert von Zitzewitz, der WM-Leader. Aber an diesem Tag verliert er seine Führung wieder an Eriksson. Wie gesagt, in dieser Klasse haben alle vier das Zeug zum Weltmeister. Nur Winzigkeiten entscheiden über Sieg und Niederlage. Ansonsten geht's recht langweilig über Feldetappen. Ergebnisse des ersten Tages, 80 Kubikzentimeter, Peter Quech vor Franco Moralia. Bieberbach wird Vierter. 125, Paul Edmondson vor Stefano Passeri. 250, Dick Wixer vor Paolo Fellegara. 500, Sven-Erik Jönsson vor Libor, Podmol und Hansson. 350 Viertakt, Laurent Charbonnel vor Kotraba. 500er, Eriksson vor Katrinak, Pidou und Zitzewitz. Bert von Zitzewitz ist die Sonderprüfung überhaupt nicht gelegen und er verliert die Führung wieder an Jimmy Erickson. Nächster Tag. Wie schon erwähnt, geht's harmlos ab. Hier ein paar Eindrücke durch die Büsche. Paul Edmondson. Nummer 5 ist der Deutsche Bernd Bräutigam. Wir wechseln zu einer Stelle, die doch ein kleines Handicap darstellt. Manche besudeln dabei ihre blitzsaubere Kombi. Für die Spitzenfahrer stellt diese Durchfahrt keine Schwierigkeit dar. Der Deutsche Friedrich auf seiner Husqvarna. Wäre er nicht so angstverkrampft, dann würde es nicht passieren. Endresultate Ungarn. In der 80er-Klasse führt nach wie vor Thomas Bieberbach vor Franco Moralia. 125, Paul Edmondson, 46 Punkte vor Marco Rossi. Damit steht Edmondson bereits als Weltmeister der 8-Liter-Klasse fest. 250, Kari Tiainen braucht noch 3 Punkte, wenn sein Verfolger Kent Carlsson die letzten beiden Läufe gewinnen würde. 350 Viertakt, Hakan Lundberg 4 Punkte vor Kotraba. Auch hier ist noch alles offen. 500, Eriksson 7 Punkte vor Bert von Zitzewitz und an dritter Stelle Katrinak. Hier ist noch alles möglich. Pidou spielt um den Titel leider nicht mehr mit. In Portugal ausgeschieden, in Italien am zweiten Tag durch Defekt nur ein Punkt. Er könnte aber das Endergebnis bedeutend mitentscheiden. Würde zum Beispiel Zitzewitz im nächsten Lauf Erster und Katrinak und Pidou würden sich vor Eriksson schieben, müsste es reichen. Hier aus Ungarn verabschieden wir uns, als Enduro-Weltmeisterschaft kann dieser Lauf nicht eingestuft werden. Wenn die Veranstalter den Lauf bloß hinsichtlich eines gescheiten Devisengeschäftes veranstaltet haben und deswegen nur fürs Allernötigste gesorgt haben, dann können sie es ihren eigenen Leuten verdanken, dass die Veranstaltung neben dem niederen sportlichen Stellenwert auch nicht die erhofften Einnahmen brachte. Nichts bieten und dabei anständig verdienen, das hat es bei uns schon vor 10 Jahren gespielt. Den Verantwortlichen in Ungarn sei es vergönnt, schade nur um die Funktionäre, die hart dafür geschuftet haben.
Peter Hansson, dem schwedischen 500er Fahrer, wird nachgespottet, dass er sich die Sonderprüfung nicht mehr als einmal anzusehen braucht, weil er sich's eh nicht merkt. Das hat nichts mit etwaiger mangelnder Intelligenz zu tun, sondern Hansson nimmt die ganze WM so leicht und locker und hat außerdem so viel überschäumende Power, dass er trotzdem immer Spitzenzeiten fährt. Alberto Sala, der italienische 125er Fahrer, scheint Probleme mit seinen Geschmacksnerven zu haben. Nachdem ihm seine Kumpani Salz, Pfeffer und Tabasco in den Kaffee geschüttet haben, meinte er auf die Frage, ob es ihm denn geschmeckt habe, sie, buono. Franco Muralia sieht man des Öfteren sich mit seinem Motorroller durchs Fahrerlager bewegen. Da manche mit einem Kauf dieses Vehikels spekulieren, müssen wir an dieser Stelle dringend davor warnen. Der Hinterreifen des Rollers ist glatt, der Vorderreifen fabriksneu und der Rahmen schichtverschoben. Der Grund dafür? Muralia reist meist per Willi. Dem Finnen Kari Tiainen hing das Gerücht nach, dass ein Mächtiger in diversen Bars rumhängt und dabei alle Gesetze der moralischen Grundsätze bricht. Das Missverständnis war jedoch bald aufgeklärt. Es ist Karis Bruder, der ihm bis aufs Haar gleicht und der schon gerne das besagte Tier rauslässt. Der findet allemal einen Grund zu feiern, und wenn's auch nur der Tagesausgang ist. Der Deutsche Karl-Heinz Holz, kurz KH genannt, wird dagegen schon manchmal abends vor dem Lauf in diversen Kneipen gesichtet. Aber nur, um den bevorstehenden Lauf genauestens im Gespräch zu analysieren. Ehrenwort. Dass dabei manchmal eine gescheite Halbe, zwecks flüssigem Gesprächsverlauf vonnöten ist, das versteht sich von selbst. Einziges Problem, an manchen darauf folgenden Tagen wäre selbst ein Helmgröße 90 noch zu klein. Trotzdem, Humor ist angebracht und wenn man wie er dann auch noch schnell ist, dann sei den Moralpredigern das Mundwerk verboten. Fritz Ebert, der Vater des hoffnungsvollen Juniors Matthias Ebert, gehört zu der Gruppe von Vätern, über die oft diskutiert wird, ob sie nicht zeitweilig mehr Ehrgeiz entwickeln als der Spross. Eines steht fest, wenn Ebert Senior nicht auf der Betreuerliste aufscheint, dann fehlt was Maßgebliches. Außerdem wünscht sich Vater Ebert, dass der Bub halt auch im Six-Days-Team fährt, was durchaus angebracht wäre. Also Toni, wenn du schon einen so eifrigen Verfechter deines Produktes hast und auch sonst ziemlich tonangebend bist, dann sorg halt einmal dafür, dass der Bub fahren kann. Die nötige Motivation impft ihm schon sein Vater ein. Darauf kannst dich verlassen. Joachim Sauer hat den Endurosport an den Nagel gehängt, kommt aber dennoch zu manchen WM-Läufen. Seine Aufgabe besteht in der Tätigkeit eines technischen Beobachters seiner Firma. Wer ihn allerdings sucht, findet ihn am ehesten dort im Fahrerlager, wo gerade ein Tisch gedeckt wird und wo was Gescheites serviert wird. Unerhört ist die infame Lüge zu behaupten, dass Hendrik, der Mechaniker des Bert von Zitzewitz, nur aus besagten zwischenvölkervertiefenden Gründen wieder zur Roof of Africa will. Vordergründiger Gedanke ist bei ihm auf jeden Fall der Sport, was auch in jeder Hinsicht stimmt. Martin Weichenberger, der österreichische Viertaktfahrer, hat mit seinem Betreuer Karl abgesprochen, dass sie für jeden erhaltenen WM-Punkt bei einem Wirt in Thalgau jeweils eine halbe Bier aufschnupfen werden. Nun, auf der Habenseite stehen letztlich stolze 25 Punkte. Ein ferngesteuertes Fehlverhalten diverser Körperfunktionen mit begleitender Augentrübung ist zu erwarten. In Anbetracht dessen dankt man der Gegebenheit, dass er die WM nicht gewonnen hat. Böse Gerüchte behaupten, dass Jörg Steni Steenböck, hauptamtlich Reisender in Sachen zwischenmenschlicher Beziehung, im Namen der bilateralen Völkerverständigung sei und dass die Enduro-Bewerbe angeblich bloß als Vorwand dazu dienen. Dass es sich dabei hauptsächlich um weibliche Ansprechpartner handelt, sei natürlich reiner Zufall. Die sind halt einfach kommunikationsfreudiger. Dass er dabei aber auch manchmal auf der Flucht ist, weil ihn die Vergangenheit längst verflossener Tage einholt und sucht, klingt doch ein bisschen weit hergeholt. Na, wie gesagt, ein böses Gerücht. Dagegen ist es eine unerhörte Behauptung, dass sich der Hund Chester des Offroad-Journalisten Robert Peiran in unverschämter Weise durchs Fahrerlager frisst, während sein Herr angeblich ebenfalls in eine fremde Keksdose grapscht. Wahr ist vielmehr, dass beide immer herzlichst eingeladen sind und wenn nicht, dann gehört speziell beim Hund mehr Toleranz zum guten Takt. Nebenbei erwähnt, Robert Peiran ist in den letzten Jahren zum prominentesten deutschsprachigen Enduro-Journalisten avanciert. Vielleicht wäre an dieser Stelle einmal der Dank aller Aktiven ausgesprochen. Peiran trifft man am tiefsten Schlammloch und im hintersten Winkel der Etappe. Unermüdlich trägt er der Publikation dieser Sportart bei. Und vielen hat er bereits gute Promotion gebracht. Vielleicht macht man sich einmal Gedanken, was passiert, wenn er den Hut draufhaut. Es ist nicht wahr, dass Astrid von Zitzewitz, die Frau des Vize-Weltmeisters, eine zweite Flasche Sekt zum Üben braucht.
nur weil bei der Vorgesehenen der Korken zu früh losging, als Bert aus dem Parc Fermé kommen sollte und der Titel feststand. Sie hatte nur vorher ein bisschen Probe geschüttelt und dabei ging dieses tschechische Teufelszeug einfach zu früh los. Weiß die Hölle, was die da für Treibsätze eingefüllt haben. Die Platzsprecherin in der GSFR leidet an Übersetzungsproblemen. Nach der Aufhebung des Parc Fermé hallte es über die Sprechanlage. Die Fahrer der Klasse bis 250 Quadratzentimeter können jetzt ihre Fahrräder vom Parkplatz holen. Das verleitet zu dem Gedankengang, Yoshi, was fährst denn? Ein 500er Mountainbike. Letzter Lauf in Povaska Bystrica in der Tschechei. Alles läuft auf die letzte Konfrontation hinaus. Die Tschechen haben alles zufriedenstellend organisiert, bis auf die Kleinigkeit, dass die Fahrerlager auf verschiedene Plätze aufgeteilt sind und an manchen Plätzen kein Wasser zu finden ist. Die Strecke selbst ist identisch mit der der Six Days 1982 am fünften Tag. Bei den Fahrern, wo es um die letzte Entscheidung geht, herrscht natürlich dementsprechend Nervosität. Aber nach außen hin gibt sich jeder locker und gelassen. Giorgio Grasso verletzte sich gestern bei einem Training schwer am linken Arm. Er steht zwar noch am Start, muss dann aber wegen starker Schmerzen aufgeben. Somit ist Hansson bereits Weltmeister. Jimmy Eriksson gibt sich locker. Laurent Pidou wird von Katrinac erklärt, wie verteufelt schnell seine Husaberg heute gehen würde. Wie ernst er das nimmt, steht in seinem Gesicht. Bert von Zitzewitz strahlt die Kühle eines norddeutschen Arias und er sucht seine Betreuer. Damit die psychologische Show perfekt wird, fängt Eriksson auch noch zu gähnen an. Heute sieht das Muss-Ergebnis tatsächlich so aus, dass Bert Erster werden muss und Eriksson Vierter, damit es zum WM-Titel reicht. Wird Eriksson Dritter, reicht's für ihn. Katrinac hat noch eine winzige Chance. Die beiden Führenden müssten aber ausfallen und eher 30 Punkte holen. Wir begeben uns zur Sonderprüfung. Franco Muralia liegt 4 Punkte hinter Bieberbach, aber an diesem Tag landet er hinter Bieberbach auf Rang 3. Letzte Chance also morgen. Paul Edmundson bräuchte sich nicht mehr anzustrengen. Er ist bereits Weltmeister in der 8-Liter-Klasse. Kari Tiainen braucht noch 3 Punkte zum Titel in der Viertelliterklasse. Kent Carlsson benötigt 2 Siege und ein Ausscheiden Tiainens. Dick Wixel kann bestenfalls noch Zweiter werden. Jönsson hilft nichts mehr. Den ausgeschiedenen Grasso kann er aber noch um Platz 2 bringen. Peter Hansson bräuchte nach dem Ausscheiden Grassos eigentlich nicht mehr fahren. Selbst Jönsson kann ihm nichts mehr anhaben. Kotraber liegt knapp hinter Lundberg, nur 4 Punkte. Aber Lundbergs Nerven spielen nicht mit. Kotraber wird heute Erster, Lundberg Dritter. Laurent Pidou gibt heute noch einmal alles. Er gewinnt bei den großen Viertaktern. Bert von Zitzewitz' Plan geht nicht auf. Er wird hinter Pidou an diesem Tag Zweiter. Jimmy Eriksson wird hinter Zitzewitz Dritter. Jetzt trennen die beiden nur 5 Punkte. Katrinac ist bereits wieder ausgeschieden und kann in die Wertung eingreifen.
Die Titelentscheidung fällt also wirklich mit der letzten Sekunde. Kurz noch das Riesenglück des Österreichers Martin Weichenberger. Ansonsten verläuft auch hier die Strecke recht harmlos. Nichts, das wir vorzeigen könnten. Ende des ersten Tages. Am Abend dann im Fahrerlager. Kari Tiainen kommt als frisch gebackener Weltmeister der Klasse bis 250 Kubikzentimeter herein. Seine Betreuer empfangen ihn mit Champagner, aber mit typisch nordländischer Kühle. Vielleicht sollten sie einmal bei den Italienern einen Kurs machen, wie man so einen Champion empfängt. Karis Karriereaufstieg gebührt jedenfalls Respekt. Vize-Junior-Weltmeister 88, Junior-Weltmeister 89, Fahrerweltmeister 1990. Die Finnen sind ihrer Natur entsprechend außer sich vor Freude. Auch sein Motorrad, die Suzuki 250, kommt bei der Erderbietung nicht zu kurz. Tiainen reinigt's mit Shampoos. Er selbst genehmigt sich dann am Abend noch einen gröberen Schluck und da für den Start am nächsten Tag der Helm vorübergehend nicht mehr passt, verzichtet er einfach darauf. Gratulation, Kari Tiainen. Unter einer Sektdusche seines Bruders fährt er in den Park. Drüben im Fahrerlager geht es aber hektisch zu. Bert von Zitzewitz hat nur 6 Minuten zum Reifenwechsel. Laurent Pidot stempelt in der letzten Sekunde seiner Karenzzeit ein paar Sekunden später und er hätte Strafpunkte kassiert und somit die Führung an Bert verloren. Am nächsten Tag finden wir nichts Actionversprechendes und begeben uns zu einer Waldauffahrt, bei der mehrere Feuer mitten im Wald brennen, so unter dem Motto, hier wird so oder so was passieren. Aber nichts zum Trotz, der Wald brennt nicht ab und die Fahrer schaffen die Stelle klaglos. Hakan Lundberg wirft seine Nerven und verliert somit den 350er Viertakttitel an Kotraba. Jimmy Eriksson kommt frisch wie ein Reh, dicht auf seinen Fersen Bert von Zitzewitz. Man weiß noch immer nichts Entscheidendes. Laurent Pidot kommt mit Kühlerwasser bereits am Morgen, kassierte er eine Strafminute, weil er sein Motorrad nicht starten konnte. Wir kommen zur nächsten Zeitkontrolle. Die Schweden und Deutschen haben ihre Servicefahrzeuge genau gegenüber. Der Bert hinüber. Auch Eriksson lauert kurz hinüber. Bei seiner Husaberg wird Getriebeöl nachgefüllt. Das Getriebe zeigt einen sich anbahnenden Schaden auf. Wird's bis ins Ziel noch halten? Aber Jimmy Eriksson hat Glück. Es hält und er kommt ohne Verluste ins Ziel. Hätte der Bewerb wie sonst üblich noch eine Runde gedauert, dann, aber wäre, hätte, falls, letztlich gewinnt Eriksson diesen Tag und holt sich so im Ziel. Für Thomas Bieberbach hat es ebenfalls gereicht. Der Ostdeutsche wird Weltmeister in der Klasse bis 80 Kubikzentimeter. Sein ärgster Widersacher Franco Muralia verfehlt den Sieg um 8 Punkte. Für Paul Edmundson stand der Titel bis 125 Kubikzentimeter bereits in Ungarn fest. Man muss jedoch bemerken, dass es gegen ihn in dieser Klasse zurzeit keine Alternative gibt. Jeff Nilsson, nächster Kontrahent Edmundsons, fehlen ganze 71 Punkte. Dieses Faktum erübrigt jede Diskussion. Muralia noch einmal. Interessant, dass Vize-Weltmeister immer etwas Deprimiertes an sich haben, als ob dieser Titel nichts wäre. Bei so geringen Abständen entscheidet eben auch das Glück.
Edmundson im Smalltalk mit Nilsson. Der Engländer ist kein Winner-Typ, wie zum Beispiel Heinz Kinnegardner, aber wir gönnen ihm den Titel von Herzen. Kaum einer hat in den letzten Jahren so viel dafür geblutet wie er. Kent Carlsson wirkt als Vize auch nicht gerade überheblich. Wir fragen den großen Verlierer, Dick Wixel, was er von der vergangenen WM hält. Nun, für mich hat es nicht gut angefangen. Ich gewann zwar das erste Rennen, fiel aber schon bei den nächsten aus. Die WM selbst war okay. Ich aber hatte Probleme mit meiner Motivation. Ich habe den ganzen Winter hart für die WM trainiert, um die Saison durchzuhalten und zu gewinnen. Rechts, das ist der Amerikaner David Bertram. Er borgte sich von Freund Paul Sladney eine Java und findet dieses Bike very good. Die europäischen Enduro gefallen ihm besser als die amerikanischen. Das ist Ottokar Kotrapper, der den Titel in der 350er Viertaktklasse holt. Und das ist Håkan Lundberg, der im letzten Bewerb die Nerven wegwarf und somit den Sieg an Kotrapper abgab. Bert von Zitzewitz, Vize-Weltmeister. Ihm fehlen 7 Punkte und auch er wirkt etwas vergrämt. Jedenfalls kann er den Titel des beständigsten Fahrers der ganzen 500er Viertaktklasse für sich beanspruchen. Wir hätten doch noch Fläschchen kaufen sollen zum Üben. Laurent Pidoux bekam während der Fahrt den kochenden Wasserdampf in die Augen, sah nichts mehr und kam bei relativ langsamer Fahrt schwer zu Sturz. Angeknackstes Schlüsselbein und Rippen. Zudem klopft ihm dieser Herr noch einmal anständig auf die Schmerzstelle. Jimmy Eriksson, er schaffte es letztlich doch noch. Somit stellen die Schweden die zurzeit schlagkräftigste Truppe. 2 Weltmeister, 4 Vize-Weltmeister und ein 3. Platz. Die Enduro-Fahrerweltmeisterschaft ist zu Ende. Wie wir sahen, liegen Sieg und Niederlage, Triumph und Resignation knapp beieinander. Eine Winzigkeit oft, die über das eine oder andere entscheidet. Von der Streckenführung her muss gesagt werden, dass sie abgesehen vom Anfang bis zur DDR nichts zu wünschen übrig ließ, aber bei den letzten 3 Bewerben doch die Anforderung gehoben werden müsste, wenn der Sport an Attraktivität gewinnen soll. Die Enduro-WM sollte doch prinzipiell mehr im Gelände entschieden werden, will sie ihrem Namen auch Ehre machen. Das erste Lehrjahr der WM für die Verantwortlichen ist zu Ende. Wir hoffen, dass sich manches bis ins nächste Jahr ändert. Und nach dem Ausgang dieser WM dürfen wir uns auf einen kräftigen Schlagabtausch bei den kommenden Six Days in Västerås, Schweden freuen. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit.